Ahoi, da was geht ab, Leute? Hunger zu früher Stunde und das ist nicht der richtige. Und zwar Valentinstag-Event. Oder sozusagen ein Valentinstag-Event. Überall Hibiskus und hier irgendwo ist ein Hunderter. Muss man gleich genauer schauen, wo. Das schnappe ich mir jetzt und dann reden wir über das Event. So. Hier haben wir es. 336, glaube ich. Genau. Muss mal gleich checken, welches Level, weil am Ende des Events will ich natürlich einen auf Max pushen. So wie immer. Tradition. Leider nicht shiny. Die gibt es übrigens auch shiny. So. Und drinnen. Was eigentlich überraschend ist, weil die echt schwer zu fangen sind. So. Und B-Attack Defense. Puh. Wenigstens das abgehakt. Weil die sind nur für 2 Tage da. Also gestern Nacht. Dann heute den 14. den ganzen Tag und dann morgen. Dann sind die auch wieder weg. Nur eine kurze Zeitspanne, deswegen bin ich schon froh, den jetzt geschnappt zu haben. Das wäre schon knapp geworden. Vor allem, wenn die Map dauernd ausfällt oder sowas. Jetzt kann ich sorgenfrei schlafen gehen. So, 100er Libiskus gefangen. Wie gesagt, eine Aufgabe erledigt. Gestern Abend hat es angefangen, das Valentinstags-Event. Um 10 Uhr, so wie immer. Die ganzen anderen Pokémon, Gen 1, Gen 2, sind zurückgekommen um 10. Und dann sind die ganzen Libiskus gekommen. Auch um 10. Mit der Ankündigung auf Twitter und dann auch noch in-game. Die bringen 300 Staub. Chanerga ist auch da. Der bringt auch 300 Staub. Chanerga aber deutlich seltener. Und ansonsten war es eigentlich mit dem Event. Chanerga, Libiskus. Und beide bringen 300 Staub. Und die sind da. Gestern seit 10. Heute der 14. Und morgen, 15. bis wahrscheinlich 10 Uhr, danach ist weg. Keine anderen rosanen Pokémon, was persönlich für mich eigentlich nicht so schlimm ist, weil alle anderen rosanen Pokémon habe ich auf 100. Der einzige, der gefehlt hat, habe ich so durchgeschaut, ist Libiskus. Eine Freundin meinte, wie heißt der Typ? Knackleon, genau. Geht noch als rosa durch, würde als rosa durchgehen, aber ich finde eher, dass der orange ist. Aber egal, es sind eh nur Libiskus und Chanerga da. Was für ein paar schade ist, weil letztes Jahr gab es sogar Schlurp zum Beispiel. Und ein paar, die das Event letztes Jahr verpasst haben, die haben halt noch kein 100er Schlurp, der halt super selten ist, außerhalb des Valentinstags-Event von letzten Jahr. Ich habe die Meinung von euch gelesen. Die meisten sind enttäuscht. Es gibt kein Doppelbonbon. Und ich brauche dringend ein Doppelbonbon-Event, weil mein Beutel so krass vor dem Platzen ist. Aber ich persönlich finde das Event gar nicht so schlecht, weil 300 Staub schon krass ist. Das ist so wie ein Dreifach-Staub-Event. Okay, für Eier ausbrüten und sowas und füttern oder sowas kriegt man halt nicht mehr Staub. Aber dadurch, dass Libiskus halt beinahe überall ist, ist es fast wie ein Dreifach-Staub-Event. Plus, wenn ihr dieses Sternstück aktiviert, kriegt ihr 450 Staub. Was dann so wie ein 4,5-fach-Staub-Event ist. Ich war gestern ein bisschen unterwegs, hab Sternstück gezündet und das hat schon reingehauen, auf jeden Fall. Heute kann ich nicht so viel spielen, aber morgen werde ich das versuchen auszunutzen. Ganzen Tag Staub farmen, dann sehen wir mal, wie effektiv das war. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark unterschätzt. Manche meinen, ja, ein bisschen Staub, aber nee, ich glaube, das haut schon echt rein. Sind halt nur 2 Tage, sehr kurz, muss man halt ausnutzen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, so schlecht, wie alle darstellen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, heute und morgen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business. Und frohen Valentinstag an alle.